Freunde, willkommen zurück bei Mario Kart DS. Ja, wie ihr seht, haben wir hier schon Daisy freigeschaltet. Das liegt daran, dass ich die Aufnahme schon gestartet hatte. Allerdings hat man OBS dann abgekackt, hat beim zweiten Rennen aufgehört aufzunehmen. Das heißt, ich darf jetzt nochmal alles neu aufnehmen. Dementsprechend weiß ich aber auch schon, dass ich jetzt lieber das Standard Mario Kart nehme, aber mit dem anderen absolut nicht driften kann. Noch einmal den Blitzcup erneut, den ich ja gerade schon gespielt habe. Der vorletzte Cup, den wir in 50er Season zu absolvieren haben. Wie ist das passiert? Ich bin viermal Erster geworden. Hab aber weil heute funktionieren die Aufnahmen. Dann wischen wir gleich eine Banane in die Schnauze, die kann ich auch nicht reagieren. Das ist auch eine sehr schöne Sache. Okay, jetzt wird er ein bisschen schneller. Das Yoshi wird gefetzt, dann die Red Shell in seine Schnauze, dafür das Karma direkt bekommen. Und die Red Shell mein Gesicht bekommen. Dann sind wir aber auch fit. Und das hat ordentlich was am Vorsprung. Dann haben wir einen schönen Weg. Dann haben wir ein bisschen Alter dazu. Oh, das ist alles so eng. Oh Gott. So, dann haben wir schon die erste Runde vorbei. Das ist nicht die Strecke. Wie gesagt, ich stehe mir nicht, ob das jetzt mit dem Mario oder ich kann mit keinem anderen Charakter so schlecht rücken wie mit ihm. Ich weiß nicht, ob es an seinem Platz liegt, weil beide Karten sind absolut direkt, was das Driften angeht. Oder ob es einfach am Mario liegt. Ich weiß nicht, ob es an Mario oder an seinem charakterspezifischen Karten liegt. Auch schon gespielt haben. Jetzt sei genug von Leben. Driftet? Ja, mit dem Drift ist auch nichts so klar mit den beiden Karts oder mit den beiden Mario-spezifischen, die ihr erwartet habt. Kommt nur mir, dass das absolut ranzig ist. Ich weiß nicht. Jetzt geht der Dreck wieder los. Dass du von der Seite von der Red Shell getroffen bist, obwohl du eine Banane hast. Die sollten doch einfach nach hinten kommen. Das ist doch schließlich auch Zielsuchen. Das ist ja eben Zielsuchen, die Red Shell. Das heißt, dementsprechend sollten sie ja normalerweise auch dann von hinten kommen und nicht eben so um die Seite rum. Das ist doch total dumm. Ist persönlich dann das komplette Ziel der Red Shell verfehlt. Oder? Jetzt mal ohne Mist. Übrigens war gerade in der ersten Runde Mario. Mein harter Gegner Mario ist jetzt dieses Mal sehr gar nicht okay. Die Platzierung wechseln wir gerade extrem gut am Ende des Rennens. Normalerweise war ich nicht mehr beim ersten Rennen, zweiter Rennen, das dritte. Wie es aussieht, ist es dann im zweiten zwischen Peach, drei Kampf zwischen Peach, DK und Yoshi. Während ich hier entspannt vorne ranfahre. Ich hatte gerade in der ersten Runde schon gesagt, ich finde diese Strecke eigentlich ganz gut. Und vor allem mit dieser Transition. Perfekt.
sollte man definitiv Mario Kart mal remaken, beziehungsweise das wünschen. Und jetzt lag das schon. Geht's dann auch weiter, bitte? Ich verstehe nicht, wovon das abhängt, dass die manchmal so extrem leckt, dann manchmal nur so ein bisschen leckt und dann teilweise gar nicht mehr. Und auch gerade in der Aufnahme hatte ich das kein einziges Mal. Alter, ich werde den in diesem Moment so zerstört. Das ist gerade mal die erste Runde. Ha ha!
Okay, dann schauen wir doch mal, wie es beim dritten aussieht. Es fehlen ja nur noch zwei Blue Shells. Und dann haben wir unseren Rekord. Und es sieht schon wieder wie Dreck. Mach doch vernünftig, Bruder. Reagiert er nicht auf meine Bites, reagiert auf meine Knopfdrücke. So. Jetzt kam genau die Sky Garden. Okay. Hier könnte, wenn jetzt eine